diese Wand ist sozusagen ganz labil, ja, also das ist sozusagen der Durchgang, ja, und was passiert, wenn man hier reinkommt, das weiß ich gar nicht, weil ich das überhaupt noch nicht so simuliert habe, ja. Ich habe hier drin auch alles gemacht, ne, ich habe gezeichnet oder hier was gegessen oder dann auch mal ein Nickerchen gemacht oder sowas. Und das war halt wirklich wie so ein Atelier und jetzt wird das halt aufgemacht. Immer um das Aufbrechen von Gattungsgrenzen. Und das realisiert Maximilian Thiele, der hier natürlich in der Kunststation auf brillante Art und Weise, weil man nie so richtig weiß, was ist das jetzt? Ne? Also ist es ein Relief? Ist es eine Wandmalerei? Ist es, wieso ist es ausgekratzt? Und das fand ich eben ganz spannend in dem Zusammenhang. Nicht so konzeptuell an die Sache rangehen. Ich muss da reingehen, ich muss da mit meinen Armen arbeiten und mit meinem Kopf und dann muss ich das einfach erstmal machen, damit ich irgendwas verstehe und dann was Neues machen kann. Ich kann mich hinsetzen und sagen, ich mache jetzt das und das und das und dann habe ich den und den Effekt dabei. Da bin ich irgendwie, das ist nicht meine Art zu denken. Was er im Wandschnitt hier realisiert, kam mir bis dato auch noch gar nie unter. Ich meine, wir hatten hier in der Kunststation ja schon viele Medien und das war jetzt nochmal eine ganz, ganz neue Technik und wir haben uns davon auch ein ganz neues Erscheinungsbild der Kunststation erhofft. Es gibt aber natürlich auch Tiefdruckverfahren. Das ist ja Thema des Ausstellungs in der Deutschen Galerie auch. Und hier geschieht das natürlich auf eindrucksvolle Art und Weise, wie ich finde. Das ist auch für mich auch eine sehr spezielle Arbeit, weil ich das auch noch nie hatte, dass es jemand für mich vorbereitet hat. Das war für mich immer essentieller Teil des Rituals, sozusagen die Fläche vorzubehandeln, die Fläche kennenzulernen. Ja, es geht ja auch irgendwie darum, immer den Prozess so lange wie möglich zu genießen, bis es dann irgendwann zu einer Form kommt. Eine interessante Sache an den Wandschnitten ist, dass man die bis zu einem bestimmten Grade verändern kann und dann ist es aber so, wie es ist. Ich bin in Berlin geboren, 84, und da auch aufgewachsen und da zur Schule gegangen und habe dort studiert. Und dann war ich zwischendrin mal in Paris und habe dann dreiviertel Jahr gelebt und studiert. Und dann war ich in Paris, dann bin ich wiedergekommen, habe ich Abschluss gemacht und bin nach Mexiko gezogen. Und dort habe ich jetzt die letzten 2 Jahre knapp gearbeitet, mich beeinflusst und ja, das hat mir ganz gut getan. Wir sind immer darin bestrebt, auch einen Dialog aufzubauen, eben der Wandarbeit zu der Bodenarbeit von Daniel Burin. Daniel Burin ist purer, also puristischer geht es eigentlich nicht, super minimalistisch. Und Thiele ist eben der absolute Maximalist, was den Namen ja auch schon so ein bisschen intendiert. Ich ernenne praktisch einen Raum, der gegeben ist, ernenne ich einfach zum Mausoleum. Das Mausoleum oder die Grabstätte oder das Grab ist ja eigentlich so der intimste Raum, den man sich so vorstellen kann. Für eine Person, die dann auch
keinen Einfluss mehr hat und sich nicht wehren kann. Also die letzte Ruhestätte. Ich habe eben gedacht, so, ja, was machst du denn mit dem ganzen Zeug, was da runterkommt? Ne? Das ist ja eigentlich auch ein interessantes Material, Staub und Asche. Was wird damit gemacht mit dem, was da davon übrig bleibt? Beziehungsweise, wie kann man von der Arbeit auch irgendwie wieder was Mitnehmbares generieren? Mit diesem Staub werde ich wohl Abgüsse machen von Körperteilen. Also das war jetzt die Idee, die auch während des Prozesses hier entstanden ist. Und also zum Beispiel die Arme, ne, mit denen ich arbeite. Ich bin damit ganz zufrieden gerade.